Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Im letzten Part haben wir Branka gefunden, haben dann festgestellt, dass die Gute im Bezug auf das Finden des Amboss der Leere eine geringfügige Obsession entwickelt hat. Auch wenn sie uns Horden von dunkler Brut auf den Hals gehetzt hat. Und aus irgendeinem Grund helfen wir ihr jetzt. So zusammenfassend. Okay, welche Golems wachen hier auf? Hier? Ja. Au. Au. Okay, Leute, herkommen, herkommen, herkommen. Alistair, wo zur Hölle rennst du hin? Das interessiert dich nicht! Jetzt. Okay. Dann auf den da. Der hat ein bisschen gebraucht, dieser Kapitel, dass er verspottet wurde. Aber gut, sei es drum. Jetzt überleg mal, wir hätten keine Fallenentschärfungsfähigkeit und hätten wir da durchgelatscht. Das wäre lustig geworden. Hatten aber zum Glück Gesellengesundheitsrune plus 10 körperliche Widerstandskraft. Ich muss so dringend sockeln, wenn ich im Lager bin. Na, macht ihr auch auf? Nee, okay. Haben wir das. Immer noch kein Schimmer, wofür das hier gut ist. Du vielleicht? Wie ihr wünscht. Na. Vielleicht im Kampf, dass ich da sofort Mana zurückkrieg? Könnte sein. Das könnte ich mal anmachen. Ach nee, genau. Wenn ich es anmache, kann ich ja nicht an meinen Streuschuss machen. Das war das Problem. Natürlich. Ups. So, Position halten. Oh oh, Autosave. Das ist eine Menge Lyrium. Lecco mio. Oh, Amboss. Hä? Ah. Geist, Geist. Na gut. Verstanden. Geister. Die anscheinend noch nicht ganz gerafft haben, dass sie hier auch rankommen können, wenn sie uns bekämpfen wollen. Soll mir recht sein. Aber was machen die da eigentlich? Posen die? Aber leck mich am Arsch, die halten aus. Lieber mal gleich präventiv. Ah. Okay, das ist nicht der Amboss der Leere. Das ist einfach. Das sind vier, nämlich. Vier. Vergessener Geist. Wütender Geist. Vergessener Geist. Okay. In dem Fall den hier. Und dann weg da bitte. So. Die kriegen es anscheinend nicht hin, in der Gruppe anzugreifen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich bin damit einverstanden. Okay, dann jetzt bitte auf den da. Ja, so singt man, Mädel. Au. Okay, wir halten fest. Ja, Luva kann nicht singen. Das war natürlich die perfekte Klasse für. Wieso latsche immer alle zu dem Ding hin? Geht da weg, verdammt nochmal.
Okay, wir müssen auf jeden Fall gehen. Ach, jetzt habt ihr auf einmal konzentrierte Akku. Ey, aber immer zwei auf einmal. Leck mich am Arsch, das ist eklig. Na komm. Danke. So, nächster. So, und jetzt bitte weg von dem Ding und nicht hin. Ja, heilen jetzt trotzdem dürfen. Ja, du Befehl. Dann gleich mal den hier. Nein, so. Danke. Auf das da, weil das andere kann ich sowieso nicht angreifen. Okay, das heißt nur, wenn wir ungeschickt stehen, gehen mehrere auf einmal auf uns. Morrigan? Sehr gut gemacht, du hast den rangepult. Warum zur Hölle hast du... Also manchmal die mit ihrem Targetwechsel. Das ist echt nervig. Der hat Akku auf Orkan, aber der andere nicht, okay. Die ist echt nicht gut darin, das Target zu behalten, die gute Morrigan. So, und nochmal, weg von dem Ding. Danke. Ich teste mal kurz was. Okay, erstmal alle auf den da. Und jetzt? Was kriege ich denn da dauernd? Ach, das Ding da mit dem... Okay, erstens. Und zweitens gehen da wieder alle weg, bitte. Die halt... Alle! Sehr gut. Und auch schön, dass du die Heilung dafür kennst. Hallo? Aber die sind echt... Sind die eigentlich kernbehindert? Mach mal einmal nicht Position halten an. Bleibst du jetzt mal hier, verdammt! Meine Kräfte sind euer. So, weg von diesen Blutaugen. Und dann geh mal drauf. Ganz optimal, aber so müssen wir es hinkriegen. Jawohl. Okay. Auch ohne Alistair. So, stehen bleiben. Danke. So, und wir bleiben jetzt auf dieser Seite hier. So. Ich lock dich ran. Jetzt gehen wir drauf. Ich mach noch kurz den hier bitte. Gib die Richtung vor. Das hat nicht wirklich was gebracht. Sei es drum, mach's halt. Nein. Nein, Kumpel. Ich. Oh, nein. Einfach mal Position halten, anrafft, wenn ich mir das angreifen soll. Ich bin eine Gefahr. Du, dafür wirst du bezahlen. Ah!
Das ist die Blödheit von der KI, die größere Herausforderung. So, okay, also. Ogryn, dahin bitte. Kämpfen! Ich bin bereit. Morrigan und ich gehen jetzt mal bitte auch dahin. Weil diese Blutaugen haben mir ein bisschen zu viel Reichweite. Dann greifen wir den da an. Und dann darf Ogryn. Ja. Ich bewege, ich wollte alles ja angreifen. Meine Kräfte sind Lol, der war schon betäubt. Egal, doppelt hält länger. Zumindest haben wir uns richtig timed. Du hättest einfach. Halt! Stehen bleiben. War's das jetzt endlich? Ich bin fertig. Großartig! Danke. Alistair, was hast du abgekriegt? Kopfverletzung, Abzug aufs Willenskraft, das ist in Ordnung. Okay, das mit den Blutaugen war fies. Ist hier irgendwo Loot? Nein? Kann mir irgendeiner sagen, was zur Hölle das für ein Ding war? Anscheinend auch nicht. Egal, von da kam ich, das heißt, hier will ich lang. Speichern. Nö. Okay. Das war ja mal kurios. Mal gucken, was uns sonst noch erwartet. Das sind ein Haufen Golems. Und was bist du? Ein redender Golem? Mein Name ist Carradine. Ich möchte mich gar nicht daran erinnern, aber früher war ich für die Zwerge von Orsama ein Paragon. Wenn ihr zum Amboss wollt, müsst ihr euch meine Geschichte anhören, sonst wiederholt sich alles. Du siehst jetzt nicht unbedingt aus wie ein Zwerg. Verschont mich damit, ich brauche den Amboss. Um mit Branka zu verhandeln. Nee, Cardin? Wie der Cardin von Cardins Kreuzung? Ich habe zu meiner Zeit vieles hergestellt. Aber berühmt gemacht und mir meinen Status verschafft, hat mich ein einziger Gegenstand. Der Amboss der Leere. Ich konnte damit Männer aus Stahl oder Stein erschaffen. So beweglich und klug wie die besten Soldaten. Als Armee waren sie unüberwindlich. Aber ich habe niemandem erzählt, um welchen Preis. Kein Schmied, wie begabt er auch sein mag, kann Leben erschaffen. Damit meine Golems lebten, musste ich ihr Leben von woanders hernehmen. Das war irgendwie klar. Klingt nach Blutmagie. Grässliche Abkürzung, war es das wert? So sprach mein König. Ich wollte nur Freiwillige benutzen, aber damit war er nicht zufrieden. Und schon bald gab es hier Ströme von Blut. Irgendwann hatte ich genug und weigerte mich. Also brachte Valtor mich als Nächsten auf den Amboss. Klingt, als hättet ihr das verdient. Also habt ihr ihn weggespielt und jetzt wollt ihr Rache? Nicht Rache. Der Schlag des Hammers hat mir die Augen geöffnet. Meine Schüler wussten genug, um aus mir zu machen, was ich jetzt bin. Aber sie konnten keinen Kontrollstab anfertigen. Darum behielt ich mein Bewusstsein. Seitdem sind wir hier und ich habe einen Weg gesucht, den Amboss zu zerstören. Aber ich kann es nicht selbst tun. Kein Golem kann ihn berühren.
Nein! Der Amboss gehört mir! Niemand nimmt ihn mir weg! Ihr, bitte, helft mir, den Amboss zu zerstören! Lasst ihn nicht noch mehr Seelen versklaven! Also, erstens, dieses Amboss-Ding, aus meiner Sicht, gehört kaputt gemacht. Zweitens, Yaluvas Sicht, die entscheidende, wird es wahrscheinlich auch kaputt haben wollen. Weil wir sind ja eine Dalish-Elfe, sprich jemand, der den Wert des Lebens schätzt und niemals sowas gutheißen würde. Auch nicht nur damit, weil der ist ja auch ein Paragon, das heißt, das Argument zählt nicht, was wir für den König machen wollen. Nächstes Problem. Was macht Orgrin jetzt, wenn wir uns gegen Branka entscheiden? Weil selbst nachdem die so ausgeflippt ist, hat der jetzt nicht unbedingt allzu verärgert geklungen. Nachdem sie das ganze Blut auf Nacht gesetzt hat, vor allem. Das hat wahrscheinlich gerade keine Sau verstanden. Ich habe mich nämlich selber verplappert. Ich wollte sagen, nachdem sie uns die ganze dunkle Brut auf den Hals gehetzt hat. Und ich will Orgrin jetzt nicht verlieren. Also, Branka ist komplett wahnsinnig. Und der Typ hier. Sorry. Sorry, Orgrin. Wobei, ich habe ja gespeichert. Ich kann mal gucken, wie das jetzt ausartet. Hört nicht auf ihn. Er ist seit 1000 Jahren hier gefangen und völlig wahnsinnig. Ach, der ist wahnsinnig! Helft mir zu dem Amboss. Dann werdet ihr eine Armee bekommen, wie es noch nie eine gegeben hat. Branka, du verdammter, verrückter Nackschwanz! Bedeutet dir das Ding so viel, dass du nicht siehst, was du geopfert hast, um es zu bekommen? Danke! Seht euch um! Sollte so etwa unser Reich aussehen? Ein zerfallener Tunnel, vollgespuckt von der dunklen Brut? Der Amboss bringt uns unsere Pracht wieder zurück. Der Amboss versklavt lebende Seelen, er muss zerstört werden. Ja, weil nichts für ungut, aber wenn wir Leute, die sich nicht freiwillig melden, opfern, um willenlose Golems zu erschaffen, also nur um eine Armee aufzubauen, machen wir nichts anderes wie die dunkle Brut. Wollt ihr nicht mehr über die Möglichkeiten des Ambosses erfahren? Er ist ein Wunder, ein Werkzeug zur Schöpfung. Mit diesem Amboss könnt ihr dem Erbauer selbst Konkurrenz machen. Wenn ihr den Amboss zerstört, werdet ihr das bereuen. Jetzt bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher. Dann werde ich es sehen, weil ich habe vielen Überreden geskillt. Mal gucken, wie das jetzt wird. Das wagt ihr nicht. Warum nicht, wenn es mir nur um Macht ginge? Ich möchte es lieber nicht herausfinden. Bitte, zerstört ihn, wenn ihr meint. Danke. Euer Mitgefühl beschenkt mich. Seid hier nicht der einzige Meisterschmied, Carradine. Golems, gehorcht mir! Angriff! Ein Kontrollstab! Aber ihr müsst mir helfen. Alleine kann ich sie nicht aufhalten. Oh. Orgrin minus 10. Aber gut. Morrigan minus 1, okay. Alistair plus 4. Okay, bei Morrigan habe ich irgendwie die Kurve gerettet gekriegt, weil minus 1 ist jetzt ja nun wirklich nicht schlimm. Alistair. Ja. Orgrin. Ist jetzt auf plus 9 immer noch. Also durch das ganze Gesoff, was ich dem in die Hand gedrückt habe. Okay. Wäre wahrscheinlich besser gegangen, aber wir müssen der Rolle treu bleiben. Steingolem, Steingolem, Steingolem. Manche sind gelb, manche weiß. Das ist interessant. Der ist verbündet, der ist auch verbündet. Das heißt erstmal. So. Die Golems gehen aufeinander. Das heißt, wir können uns mal um die Alte kümmern. Never mind.
Das sind die weißen Steingruppen, ne? Okay, das heißt, du machst mal bitte den hier. Neues Target. Au. Gottes Willen. Au, au, au. Alte Taktik, alte Taktik. So, jetzt bitte alle auf die da. Auf den da. Das war gerade physikalisch einwandfrei. Muss man schon mal sagen. Steh auf, Dorshi. Auch dringend wieder helfen, Wurzeln. Ah, Branka haut ab, sehr schön. Ach nee. So, okay. Dann jetzt. Tut mir leid, Mädel. Aber du bist komplett neben dir. Was war das jetzt? Okay. Ich muss auch was Battles gibt. Herr Branka drückt ganz gut raus. Kannst du schon wieder? Ja, kannst du. Mal den ganzen Kleinkusch aufbrauchen. Jetzt nochmal den hier. Gottes Willen! Was ist denn da hinten passiert? Achso, Karte macht einfach gar nichts. Okay. Carradine meine ich. Okay, dann kurz Planwechsel. Wo kommen die jetzt her? Branka? Achso, das sind... Alter. Okay. mit verschiedenen Waffen? What? Oh, Alice ist das tot. Shit. Das... Nein. Das, wird so nix. Ich habe auch mal einen anderen... Oh, das hat so gespeichert. Okay. Das waren zwei Golems gegen zwei. Okay. Dann machen wir mal das Ganze mal komplett anders. Wir gehen mal auf die Golems, auf die auch die Golems gehen. Falscher Knopf. Du gehst mal weg von mir. Ill, hallo? Ich habe keinen Überblick. Okay, Fokus ist dieser Golem. Ich bin bereit. Jetzt ist das Ende gekommen. So. Achso, die hat schon. So. Dass wir halt ignorieren müssen, dass Branka dauernd auf den Alice da drauf kloppt, ist halt so ein bisschen ärgerlich. Was ist Morrigan eigentlich? Schläfst du? Ach so! Oh. Minimales Kräfteungleichgewicht. Kann das sein? So, okay, der ist raus. Neues Target ist der da. Nimmt mal den nächsten kleinen Kruscht. Ja. Hallo? Auf den da! Zu spät. Shoot. Das ist nicht gut. Okay, der ist raus. Dann jetzt du.
Dann den hier. Ich bin bereit. Okay, neuer Plan. Den hier. Du musst auch mal den hier. Ich erwarte. Du hast einen Befehl bekommen, also für den fertig auch aus, du Affe. Ja. Hä? Okay. Irgendwie gerettet. Ja. Dann so. Scorpion ist da hinten gelandet, what? Auf den Golem! Meine Fresse, die sind so kackendämlich. Wovon? Damit du das jetzt gelootet, du sollst angreifen. Okay, nein, so und dann den hier. Okay, gut, haben wir das. Jetzt auf Branka. Aber wehe, nach dem Kampf haut Ocke dann ab. Nein, 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 nein. Achso, so und dann so. Wow, der Taunt hat ja richtig lang gewirkt. Okay, jetzt wieder. Okay, weißt du was? Extra für dich, Mädel. Los, auf dein Leben! Wow, den hast du hier richtig geil verrissen. Nein, nicht bewegen, angreifen. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es. Die hätten die vorhin die Trugbilder gemacht. Wieso machen die jetzt nicht mehr? Achso, weil die es nicht mehr unter. Ich rate 50% HP, jetzt macht sie es. Mit diesen scheiß Lyrium-Adern macht die das, okay. Ach, ich nehme keine Möglichkeit rauszufinden, welche die echte ist. Geil. Oh, die sind aber aggressiv drauf. Okay, das war die falsche. Falsche. Ah, die ist echt. Das heißt auf die da. Okay, gut. Okay, also gut, die Druckbilder lösen die nach einem Treffer auf. Dann geht's ja noch. Schon wieder. Was? Hä? Wo? Wie? Was? Na egal. Oh! Da muss ich immer aufpassen, wo hier gleich Steine runterkommen. Hört mir zu. Sekunde, erstmal muss ich die. Natürlich. Aha. 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 Wow. Oh, die ist gut. Dich, 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 dich. Alistair, wie war dein Schwert nochmal? Besser. Wobei. Hm? Nee. Nee, das ist besser. Dann schmeiß ich mal. LOL! Hä?
Wieso hast du das nicht an? Moment, jetzt muss ich mal kurz Werte vergleichen. Also, Vorreiter macht wesentlich weniger Schaden und weniger Crit-Chance. Dafür sehr viel mehr Armor-Pen. Und außerdem noch plus 3 Stärke und plus 3 Konsti und plus 1 Ausdauergeneration im Kampf, was schon mal sehr geil wäre. Alternativ haben wir den Out, der ein bisschen weniger Schaden macht. Plus 3% Crit-Chance ist egal, weil der allgemein weniger Crit-Chance hat. Okay, gut, dadurch hat er wieder mehr. Plus 20% Feuerresistenz, plus 1 Feuerschaden, minus 20% minus 5% Kälteresistenz. Und auch wieder 2 Sockelplätze. Und ein besserer Stärke-Modifikator. Also wenn sich einer mit den Werten auskennt, kann er mal kurz in die Comments schreiben, ob Out oder Vorreiter besser ist. Ich nehme mal für den Moment den Vorreiter. Kann falsch sein, weiß ich nicht. Okay, dann looten wir hier kurz alles. Roter Blitz ist uninteressant. Geld. Mächtiger Wundumschlag, den nehme ich. Kein Platz, das lässt sich ändern. Natürlich. Achso. Brankas Schild, den wollte man nicht nehmen. Hab ich auch schon. Hab ich. Hier ist noch was. Noch ein gefrorener Blitz. Okay. Und das wird diesen Part gewesen sein. Im nächsten sprechen wir mit Carradine. Sorry, Orgrin ging jetzt nicht anders. Denn A, müssen wir der Rolle treu bleiben und B, außerhalb der Rolle hätte ich auch so entschieden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.